Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageter und wir haben den 17.03.2020 und 9 Uhr. Aufgrund der täglich wechselnden Situation aufgrund von Corona möchten wir jetzt täglich einen kleinen Zwischenstand geben, damit Sie auch ungefähr wissen, wie wir im Moment arbeiten, was wichtig ist, wie das mit den Lieferketten bei uns funktioniert. Im Moment sieht es so aus, wir haben das Geschäft an sich natürlich geöffnet, bedeutet, wir haben keinen Kundenverkehr, aber wir haben ein Callcenter zwischengeschaltet. Dieses Callcenter nimmt die Gespräche an und wir verteilen intern dann die Gespräche auf die entsprechenden Spezialisten. Also unser Hadi sitzt in Dortmund, unser Ralf sitzt in Trier. Ich sitze bei uns zu Hause im Homeoffice, wie man im Hintergrund vielleicht sehen kann. Ich sitze hier bei mir im Büro auf dem Dachboden. Unser Chris stellt weiterhin Geräte ein, so wie es sonst auch ist. Unser Chewy macht im Moment das Lager alleine. Unser Sven für SAR macht Homeoffice. Ein paar Mitarbeiter sind im Urlaub. Unser Manuel, der das Video entsprechend auch geschnitten hat, der macht auch Homeoffice, hat sich den Rechner mit nach Hause genommen. Also, wir versuchen uns so weit wie möglich zu trennen. Das gelingt uns auch sehr, sehr gut. Was wir nicht machen, sind Beratungen bei uns im Büro in Paderborn. Also wenn jemand vorbeikommen will, im Moment machen wir das alles nicht. Was vielleicht so als kleines Dankeschön für unsere tollen Kunden. Wir haben geplant, dass wir Donnerstag oder Freitag 18 Uhr für alle Kunden, also egal wo gekauft, das ist uns egal, so als kleines Dankeschön, bieten wir eine vollkommen kostenfreie Basis-Online-Schulung an, ein kleines Webinar. Geht dafür bei uns auf die Webseite, wir haben dafür extra ein Anmeldetool erstellt. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Vielleicht lernt ihr auch mal kennen, wie so ein Webinar funktioniert. Ansonsten, es geht ganz normal weiter. Wir versenden ganz normal. Wir haben Ware ohne Ende am Lager. Also die Lieferketten sind im Moment alle noch in Ordnung und DPD und DHL liefert ganz normal aus. Danke fürs Zuschauen. Morgen gibt es ein neues Video. Ciao.